Es gab fast nur gute Zensuren. Ich bin wirklich zufrieden mit euch. Aber einige haben meine Erwartungen nicht getroffen. Ihr seht jetzt, welche... Nein, schon wieder eine 5. Bestimmt gibt es zu Hause wieder Ärger und Prügel. Hast du eine schlechte Note bekommen? Clara! Ja, ich habe eine 5 geschrieben. Das ist doch nicht so schlimm. Du musst dir deswegen noch nicht den Tag versauen. Du übst und dann kannst du die 5 wieder ausbügeln. Aber ich krieg zu Hause bestimmt wieder Ärger. Haben wir noch irgendwelche Termine? Ja, morgen Zahnarzt um 12 Uhr. Ach ja, stimmt. Wie ist er denn ausgefallen? Ich habe eine 5 geschrieben. In der nächsten Woche gehst du nirgendwo hin. Handball kannst du vergessen. Du bist einfach zu faul zum Lernen. Hast nur andere Dinge im Kopf. Komm mal her. Das gibt's doch wohl nicht. Die Zeit kannst du ja dann nutzen, um zu lernen. Ach, war nicht so schlimm. Habt ihr eigentlich schon die Mathehausaufgaben gemacht? Ja, die waren voll einfach. Warte, 5 mal 5 ist... Ach, was war das nochmal? Mist, naja, okay, weiter. 9 mal 8 ist... Mann, ich weiß ja gar nichts mehr. Ich bin so aufgeregt, aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Leider. Zeig mal her. Ich muss wieder her. Schaut mal, Clara hat schon wieder eine 5 geschrieben. Unbedingt üben. So, bitte nehmt jetzt eure Hefte raus. Ich möchte jetzt eure Unterschriften kontrollieren. So, dann könnt ihr jetzt zur Pause rausgehen.
Clara, bleib da mal bitte noch. Ich sehe doch, dass die Unterschrift gefälscht ist. So darf das nicht weitergehen. Ich muss deine Eltern informieren. Nein, bitte nicht. Dann schlagen mich meine Eltern wieder. Wenn ich eine schlechte Zensur habe, geben sie mir eine Backpfeife. Beim letzten Test hatte ich auch schon so Angst davor. Weil dann wusste ich auf einmal gar nichts mehr. Nein, wenn das so ist, dann muss ich wohl mit deinen Eltern reden. Du brauchst keine Angst haben. Kein Kind darf geschlagen werden. Ihr habt ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Naja, weißt du, also immer wenn ich eine schlechte Zensur kriege, schlagen mich meine Eltern oder verbieten mir das Treffen mit meinen Freunden oder mein Hobby. Und ich hatte beim letzten Test wieder Angst davor, dass sie das machen. Aber deshalb habe ich die Unterschrift gefälscht. Und die Lehrerin hat es gemerkt. Und jetzt will sie mit meinen Eltern reden. Ich weiß, es war blöd von mir, dir das nicht zu erzählen. Ich konnte mit dir erst nicht darüber reden. Herein. Guten Tag. Guten Tag, setzen Sie sich. Ihre Tochter hat mir unter Tränen und mit viel Angst für erneut den Ärger erzählt, dass sie sie schlagen, wenn sie schlechte Noten bekommen. Stimmt das? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, welche Auswirkungen es haben kann. Ich dachte immer, sie wäre so faul, da schadet eine Backpfeife wirklich nicht. Und gestraft haben wir sie nur, damit sie mehr Zeit mit Lernen verbringt. Kinder haben ein Recht darauf, nicht geschlagen zu werden. Ich möchte Sie hiermit ernsthaft auch hinweisen, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Und ich hoffe, dass Sie mit Clara eine Lösung finden, damit sie sich besser fühlt. Ja, das stimmt. Wir werden gemeinsam mit ihr eine andere Lösung finden und uns bessern. Na, wie geht's? Jetzt viel besser. Weißt du, ich werde zwar immer mein Bestes in der Schule geben, aber Mama und Papa haben mir gesagt, das war doof, wie sie über die Noten reagiert haben und so. Und wenn jetzt mal eine 4 dazwischen ist, ist das auch nicht gleich das Ende der Welt. Jetzt habe ich auch nicht mehr so eine Angst vor Tests. Und wenn du mal Schwierigkeiten hast, dann könnten wir ja auch gemeinsam lernen. Das finde ich toll von dir. Aber komm, wir müssen uns beeilen. Die Stunde fängt gleich an. What I say all week, counting down the days till Saturday. Meet me at the spot, 8 o'clock, parking lot, and we'll ride away.